Endlich wieder Kultur und Freizeit für die ganze Familie. Unter diesem Motto fand in Mühldorf am Inn der Sommer in Mühldorf am Inn statt. Die ganze Stadt ein Vergnügungspark mit Bands und vielen Attraktionen. An insgesamt 8 Ständen verteilt über die ganze Stadt war etwas geboten. Zum Beispiel im Innenstadtpark oder am Katharinenplatz, genauso am Nagelschmiedturm, am Rathaus, am Stadtwall, an der Frauenkirche und im Haberkasten Innenhof und am Altöttinger Tor. Von Zauberei bis hin zu Blasmusik bis hin zu anderen Attraktionen. Walking Acts und vieles, vieles mehr. Natürlich unter Einhaltung der Corona-bedingten Auflagen. Kulturamtschef Walter Gruber ist glücklich, dass sich endlich wieder was tut in der Innenstadt Mühldorf am Inn. Also wie gesagt, wir haben ja den Auftrag bekommen vom Haupt- und Kulturausschuss, einen Sommer in Mühldorf zu organisieren. Das haben wir geschafft, glaube ich. Und wir haben 8 Stationen um den Stadtplatz rum und im Stadtplatz geschaffen für die heimischen Kulturschaffenden. Und damit man ihnen wieder eine Bühne bietet, damit sie wieder auftreten können und ein bisschen eine finanzielle Unterstützung kriegen von der Stadt. Und ich glaube, dass der Auftakt gelungen ist. Das Wetter passt zumindest jetzt Vormittag. Und Nachmittag werden wir die zweite Runde starten, sofern das Wetter noch zulässt. Und ich bin total glücklich, dass es jetzt wieder losgeht. So waren unter anderem dabei die Maxing-Musik zum Beispiel, die Bavarian Immigrants, Selina Seifinger und Simon Kraus, der Zauberclown Manuela, die Stadt- und Jugendkapelle Mühldorf e.V. und die Band Frieda. Auch der Bürgermeister Michael Hetzel ist richtig glücklich, dass endlich wieder was geht in der Innenstadt. Ja, wir hoffen, dass Corona jetzt für den Sommer weniger wird und dadurch wird die Situation natürlich deutlich leichter und man kann endlich mal wieder Musik vom Rathaus hören. Warum hat sich die Stadt Mühldorf kurzfristig entschlossen, jetzt so eine Aktion zu starten? So kurzfristig war es nicht. Also wir planen, glaube ich, mittlerweile seit 2 Monaten. Man muss sich aber immer wieder an die Regeln anpassen. Ab Montag ändern sich die Regeln ja schon wieder. Deswegen wirkt es nach außen etwas kurzfristig, aber das waren jetzt doch fast 2 Monate Planungszeit. Jetzt bleibt zu hoffen, dass sich auch die allgemeine Kultur wieder erholt und bald wieder Konzerte und ähnliche Dinge stattfinden können. Aber das war schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht mit Kultur und Freizeit in Mühldorf. Der Sommer ist ja nicht nur diese Walking Acts, wir haben ein Sommerfestival erweitert, wir haben viele andere Dinge im Petto und schauen wir mal, was jetzt die Regeln geben, ob noch mehr geht. Und vielleicht geht am Ende des Tages sogar in einer gewissen Form ein Volksfest, wie auch immer geartet.